Am 14. Oktober zelebrierte Patriarch Alexei II. Eine Liturgie zu Ehren des Kopftuches von Theotokos im Pokrovsky-Konvent in Hotkovo, einem der ältesten russischen Klöster. Dieser heilige Tag wurde der Erscheinung der heiligen Jungfrau von Konstantinopel im Jahre 910 gewidmet. Während des Krieges zwischen dem Byzantinischen Reich und den Sarazenen waren die Menschen von Konstantinopel in Gefahr, aber die Jungfrau Maria erschien, betete mit den Menschen und breitete ihren Schleier über ihnen aus, als Zeichen ihres heiligen Schutzes vor den Feinden. Und dann geschah das Wunder, die Sarazenen zogen sich zurück. Für orthodoxe Gläubige in Russland ist dieser heilige Tag eine Erinnerung an die Liebe der Jungfrau für sie und an ihre ständige Hilfe. Der Pokrovsky-Konvent wurde nicht aus Zufall für die Feier gewählt, sondern aus dem Grund, dass er vor 700 Jahren zu Ehren des Schutzschleiers von Theotokos gegründet worden war. Nach der Liturgie gratulierte Alexei II. Den Nonnen zu diesem bemerkenswerten Tag. Wir glauben, dass der Schutz der heiligen Maria immer über diesem Ort weilt. Heute feierte ich hier die Liturgie zum ersten Mal nach langer Zeit wieder, in diesem hochgeschänzten Tempel von Nikolas, mit einem besonderen Gefühl der Anbetung für die Schönheit, die unsere Vorfahren im Namen Gottes erschufen. Nikolai,